das Problem bei Ray war, dass er ja eine Geschichte erzählt hat, die sehr dramatisch war. Er soll erzählt haben, dass er mit seinem Vater zusammen unter anderem im Wald gelebt habe. Daher ist er auch als Waldjunge bekannt geworden. Also er hat ja erzählt, er kam aus dem Wald und hätte seinen Vater dort begraben müssen. Und der Vater sei schließlich verstorben und nun sei er mittellos, heimatlos und würde staatliche Unterstützung benötigen. Also wir wollten auch für ihn seine Identität klären, weil er selber hat angegeben, er kennt nur seinen Namen und sein Geburtsjahr und weiß sonst eigentlich gar nichts. Klang eben nur insgesamt so sehr unglaubwürdig. Ja? Also, aber das hat er mit seiner, wie heißt es, Teilamnesie begründet, dass er sich eben nicht erinnern konnte. Ja, es war bei mir so, dass ich ihm misstraut habe. Also ich habe seine Geschichte nicht geglaubt. Sie kam mir so schwierig vor. Versucht alles zu tun, um die wahre Identität zu klären. Er selber wollte nicht, dass wir sein Bild veröffentlichen, sonst hätten wir es natürlich publiziert, das Bild, und dann hätten wir vielleicht schneller herausgefunden, wer er ist. Der Vorwurf war ein Betrug, dem Angeklagten zur Last gelegt worden, dass er falsche Angaben zu seinem persönlichen Hintergrund gemacht habe, auf diese Art und Weise Jugendhilfeleistungen erhalten habe, die ihm nicht zustehen und dadurch den Staat geschädigt habe. Jugendamt sich hier halt vorführen lassen oder übers Ohr gehauen wurde. Aber das, also, wir sind eben eine Behörde, die Jugendliche in Not unterstützt. Und es ist auch eine Not, wenn sich jemand so eine Geschichte überlegen muss. Ja, auch im Nachhinein, wir würden heute sicherlich wieder genauso handeln.